Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. Hold on now. Hallihallo. Hi, wir sind Jenny und Christian vom Reiseblog unaufschiebbar.de und in diesem Video möchten wir gerne unsere 12 Erkenntnisse bzw. Learnings und Tipps zu den Plitvicer Seen in Kroatien mit dir teilen. Viel Spaß dabei! Wir waren Mitte Oktober bei den Plitvicer Seen, also eigentlich schon so in etwa in der Nebensaison und haben deswegen auch erwartet, dass es relativ leer ist im Vergleich zur Hauptsaison. Ob das so war, werden wir euch dann gleich noch erzählen. Aber zunächst wollen wir mal starten mit ein paar Fakten und Informationen zu dem schönen Nationalpark. Die Plitvicer Seen sind UNESCO-Weltnaturerbe und zwar schon seit dem Jahr 1979, Nationalpark sogar schon seit 1949 und es sind insgesamt 16 Seen, die hier auf dich warten. Zwischen den Seen, die sind alle miteinander verbunden, größtenteils über Wasserfälle, deswegen gibt es halt auch viele schöne Wasserfälle in der Seenlandschaft dann zu sehen. Und insgesamt 36 Kilometer Wanderwege, 22 Kilometer davon sogar direkt an der Seenlandschaft. Es ist landschaftlich total schön, deswegen kommen auch pro Jahr knapp 1 Million Besucher dorthin, aus allen möglichen Ländern, vor allen Dingen auch aus Asien, Korea, weil dort mal eine Naturdokumentation gedreht wurde. Und dementsprechend siehst du halt, kennst du wahrscheinlich so typisch asiatische Touristengruppen, wo halt einer mit Fähnchen dann vorne weggeht und alle halt hinterher. Gibt aber auch deutsche Gruppen, wo einer mit Fähnchen läuft, davon abgesehen. Aber ja, das erwartet dich dort neben ganz vielen Individualtouristen halt auch. Und ganz bekannt sind die Plitvicer Seen auch wegen Winnetou. Und zwar in den 1960er Jahren, da haben wir beide jetzt noch nicht gelebt, aber der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon, der gerade zuschaut, wurde da halt unter anderem auch Winnetou gedreht und dort wurde wohl in einer Höhle der Schatz vom Silbersee versteckt, haben wir gelesen. Also wenn ihr Winnetou mögt, müsst ihr da auf jeden Fall hin. Bevor wir jetzt mit unseren 12 Erkenntnissen starten, vielleicht noch kurz ein Wort zur Anreise. Die meisten kommen halt mit dem Auto dorthin. Die Fahrzeiten sind von Split ungefähr 3 Stunden knapp. Von Dubrovnik ist es sehr lang, ungefähr 5 Stunden. Und zum Beispiel von Zadar 1 Stunde 45 oder von der Insel Kirk ungefähr 2 Stunden 50. Wir selber sind jetzt von Novi Vino Dolski dorthin gefahren, wo wir hier in Kroatien gerade unseren Aufenthalt verbringen. Ihr seht hinter uns das Meer, also wir sind auch gerade hier in Novi zum Sonnenuntergang. Da war die Fahrzeit für uns ziemlich genau 2 Stunden pro Strecke. Ansonsten gibt es auch noch eine Busverbindung dorthin, einmal Richtung Zadar und einmal Richtung Zagreb, wenn ihr mit dem öffentlichen Linienbus dorthin fahren möchtet. Verschiedene Ausflugstouren werden natürlich auch angeboten. Dazu blenden wir euch jetzt unten mal ein paar Links ein, wenn euch das interessiert. Da müsst ihr natürlich nicht die eigene Anreise in Kauf nehmen, sondern könnt euch auch bequem in den Reisebus mit entsprechendem Guide und ganz, ganz vielen Infos dazu buchen. Und ja, starten wir mal mit unseren 12 Erkenntnissen, würde ich sagen. Erkenntnis Nummer 1. Wir sind gestartet und haben gedacht, dass wir es da relativ sonnig haben, weil die Wetterprognose bei 22 Grad und Sonne angezeigt hatte. So war es hier auch. So war es hier auch. So wie jetzt ungefähr. Dann sind wir losgefahren und ja, keine Ahnung. Kurz vorher, 10 Minuten vorher oder so, wurde es total bedeckt und bewölkt und auch ein bisschen diesig und nebelig. Und so blieb es dann auch. Das heißt, das Wetter ist dort ziemlich wechselhaft. Also ja, es kann anders sein als da, wo ihr jetzt gerade startet. Da sollte man sich darüber bewusst sein und wenn man sich darüber bewusst ist, dann am besten passende Klamotten einpacken, wenn man mal zum Frieren oder neigt oder wenn es auch mal regnet, dass man dann die Klamotten, dass man passende Regenklamotten dabei hat. Genau, also auch im Sommer einfach vielleicht einen dünnen Pulli in den Kofferraum, schadet da auf jeden Fall nicht. 10 Grad Unterschied hatten wir, bei 12 Grad und bedecktem Himmel mit T-Shirt und kurzer Hose wird dann trotz Anstrengung wandern doch manchmal ein bisschen frisch, sagen wir mal. Ne? Erkenntnis Nummer 2. Ja, trotz eigentlicher Nebensaison im Oktober, es sind schon verdammt viele Menschen vor Ort.
wir haben vorab schon in Foren und sowas ein bisschen gelesen und im Sommer, so zwischen Juni und September, so die Hauptzeit ungefähr, ist es halt wohl noch viel, viel krasser. Also wir sprechen jetzt schon oder klagen in Anführungsstrichen schon auf hohem Niveau. Aber wir sind angekommen, also wir haben noch einen Parkplatz gefunden. Der Parkplatz war aber schon sehr, sehr, sehr gut gefüllt. Man musste schon so ein bisschen nach einer freien Lücke halt auch schauen. Kassenhäuschen war aber vollkommen okay, keine Schlange. Das ist wohl zur Hauptreisezeit schon mal so, dass man auch mal eine Stunde ungefähr in der Schlange ansteht. Deswegen, wenn ihr zur Hauptreisezeit fahrt, am besten Online-Tickets kaufen. Da sagen wir gleich nochmal zum Schluss was zu. Und ja, aber nichtsdestotrotz im Oktober und trotz, dass es eigentlich wohl nicht ganz so krass war, wir fanden es rappelvoll da. Also wir sind dann reingegangen und man hat erstmal einen Aussichtspunkt auf, wenn man bei Eingang 1 ankommt, dann hat man erstmal eine schöne Sicht auf den größten Wasserfall, auch den es da vor Ort gibt. Und dann kann man eben halt durch so einen Serpentinenweg im Prinzip runterlaufen und über einen Holzsteg dann ganz nah auch an diesen insgesamt 78 Meter hohen Wasserfall rankommen. Und da hat man halt schon von oben die ganzen Menschen da langlaufen sehen, die quasi so, ja, ich sag's mal, wie die Hühner auf der Stange, halt auf diesem Holzsteg da irgendwie vor dem Wasserfall waren. Und geknipst haben. Ja, ganz viele Fotos werden natürlich vor Ort geschossen. Und das ist schon voll. Also da kann man auch wirklich nichts anderes zu sagen. Die Landschaft ist traumhaft schön, aber es ist halt überhaupt nicht so einsame Natur, wenn ihr das mögt. Und das muss man einfach sagen. Wenn ihr das so ein bisschen umgehen wollt, gibt's halt so ein paar Tipps, die man, oder insgesamt drei Tipps kann man eigentlich sagen, wo man so ein bisschen zumindest mit sich das erleichtern kann. Das ist einmal schon früh morgens kommen, der Nationalpark öffnet um 8 Uhr. Wenn ihr dann direkt da seid, dann könnt ihr dem großen Trubel erstmal wahrscheinlich entgehen, weil halt sehr viele kommen aus den Städten, aus Split oder aus Zadar oder Zagreb. Und da viele halt zelten auch vor dem Eingang. Nee, vor dem Eingang nicht, aber es gibt halt Zeltplätze, Campingplätze drumherum und wenn ihr da seid oder auch in einem der nahegelegenen Hotels, dann könnt ihr natürlich sehr gut früh morgens schon da sein, bevor dann der Andrang von dem, ich sag mal, Touristen, die von der Küste her hinreisen wie wir, kommt. Und dann gibt es natürlich den Tipp trotzdem in der Nebensaison, weil in der Hauptsaison ist es halt im Sommer noch viel voller und in der Nebensaison vor allen Dingen dann im Winter, also so November, Dezember, Januar, Februar, März, da ist es wohl am leersten. Jetzt Oktober war schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, Abklang der Hauptsaison, geht jetzt in die Nebensaison über, aber dann ist es wohl noch leerer im Winter. Und dann gibt es halt noch verschiedene Eingänge. Wir haben jetzt den Eingang 1 zuerst besucht. Dort sind halt, ich sag mal, da ist halt dieser ganz große Wasserfall und auch eine sehr schöne Seenlandschaft mit den Holzstegen. Und dann gibt es noch den Eingang 2, der ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Da gibt es auch einen großen Parkplatz, da könnt ihr auch die Tickets kaufen. Und dort ist es tendenziell etwas leerer. Da könnt ihr dann auch mit dem Elektroboot fahren, das ist auch im Eintrittspreis inklusive. Und könnt euch dann auf diesen verschiedenen Seen eben hin und her bewegen und auch nochmal kleinere Wasserfälle anschauen. Auch schön über Holzstege gehen. Und wenn ihr da bei Eingang 2 anfangt oder da auch eure Hauptzeit einfach verbringt, dann ist das auf jeden Fall... Das war der Louis. Kenntnis Nummer 3. Mit Google Maps kann es passieren, dass ihr nicht dort landet, wo ihr landen wollt. Und deswegen blenden wir euch jetzt im Video unten nochmal ein, wohin ihr navigieren solltet, damit ihr auch wirklich da ankommt, wo ihr hin wollt. Genau, weil wir haben nämlich einfach nur Plitwitzer Seen oder Nationalpark Plitwitzer Seen eingegeben und sind dann halt irgendwie zwar im Nationalpark gelandet, aber ganz am Anfang und da, wo halt noch so gar nichts ist, wo man eigentlich hin will. Und das war dann noch mal eine halbe Stunde tatsächlich weg vom Eingang. Also von daher besser mit dem Link hier arbeiten für die Navigation. Unsere Erkenntnis Nummer 4. Man schaut sich ja vorher immer so ein paar Bilder natürlich an, wenn man irgendwo hinfährt. Oder wir machen das zumindest. Und gerade von den Plitwitzer Seen, man findet super schöne Fotos. Also die sind echt traumhaft und so, ja, einfach, dass man nur noch dahin möchte. Und das ist auch traumhaft dort vor Ort. Aber man muss natürlich sagen, die Fotos sind von sehr, sehr guten Fotografen mit Profikameras, glaube ich, gemacht, bei perfekten Lichtbedingungen, bei schönstem Wetter meistens und ja, vor allen Dingen halt auch ohne die Menschenmengen. Also man wird so ein bisschen, finde ich, geblendet von den schönen Fotos und ja, einfach, dass ihr das wisst, dass diese Fotos natürlich optimiert sind und wenn ihr dorthin fahrt, vielleicht nicht mit so übertrieben hohen Erwartungen, so ein bisschen vielleicht einfach im Hinterkopf haben, ja, dass es halt Profifotos vielfach sind. Erkenntnis Nummer 5. Ihr solltet Essen und Trinken mitnehmen, weil die Restaurants teilweise in den Wintermonaten schon geschlossen haben und dann ihr nichts zu essen bekommt. Und auch im Umkreis in der näheren Umgebung ist es eher schwieriger, was zu essen zu bekommen. Wenn ihr was dabei habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Aber verhungern werdet ihr da mit Sicherheit nicht. Genau.
Wir blenden euch unten nochmal den Beitrag ein, den wir zu dem Nationalpark geschrieben haben, weil da seht ihr nochmal einen richtigen Guide, wo halt welche Restaurants sind. Und ja, gerade in den Sommermonaten sind natürlich viele geöffnet. Ansonsten gibt es bei Parkplatz 2 auch noch einen Supermarkt, wo ihr vorher einkaufen gehen könnt. Erkenntnis Nummer 6, das Parken. Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten ja sehr viel Zeit auf den Kanaren verbracht. Das könnt ihr ja auch hier auf unserem YouTube-Kanal sehen, unsere Videos. Und wir sind einfach total gewöhnt gewesen, kostenlos zu parken, weil das auf den Kanaren eigentlich gang und gäbe ist, auch in Nationalparks. Und ja, mussten jetzt in Kroatien, haben einfach festgestellt, das Parken dort ist nicht kostenlos. Egal, ob ihr auf dem Parkplatz von Eingang 1 oder Parkplatz von Eingang 2 parkt. Man zahlt dort 8 Kuna pro Stunde. Das sind jetzt umgerechnet aktuell so circa 1,07 Euro fürs Wohnmobil, sogar ein bisschen mehr als fürs Auto. Und es wird halt pro Stunde abgerechnet. Und ja, wenn man dort vorfährt, dann fährt man halt durch die Schranke und da wird dann direkt das Kennzeichen auch gescannt. Also ihr kriegt quasi das Parkticket aus dem Automaten und da steht dann direkt euer Kennzeichen drauf. Also inkognito ist gar nicht. Und ja, beim Ausfahren aber auch ganz cool, wenn ihr dann ordnungsgemäß bezahlt habt, dann müsst ihr auch nicht dieses Parkticket da irgendwie Fenster auf und euch da einen abrackern, da mit der Schranke das wieder reinzustecken, sondern der scannt dann auch euer Kennzeichen und ihr könnt ganz entspannt wieder rausfahren. Das fanden wir eigentlich ganz cool. Also besser vorher mal das Kennzeichen schrubben. Nee, dann kommt man wahrscheinlich nicht rein, oder? Könntet ihr mal, wer es ausprobiert, bitte in die Kommentare schreiben, das wäre mal gut zu wissen. Campen auf diesem Parkplatz übrigens verboten, der schließt über Nacht, da stehen auch Schilder, dass das dort nicht erlaubt ist. Erkenntnis Nummer 7, die Wege sind beim Eingang 1 ist das okay, man geht dann über so eine Holzbrücke über die Straße und dann ist man eigentlich relativ schnell da. Um natürlich dann im Park selber zu den Wasserfällen zu kommen, muss man dann noch ein bisschen laufen. Aber beim Eingang Nummer 2, da ist es ein bisschen länger. Da lauft ihr, also wir sind da circa 20 Minuten gelaufen, 15 bis 20 Minuten kann man sagen. Und das sollte man auch mit einplanen, weil der Parkplatz bis zum Eingang 2 dann doch ein bisschen weiter entfernt ist. Ja, und da schließt sich auch direkt dann die Erkenntnis Nummer 8 dran an. Es gibt halt auch nicht allzu viele Bänke, wie wir fanden. Also vor allen Dingen da am Eingang 1, wo halt dieser große Wasserfall auch dabei ist. Wenn ihr uns ein bisschen verfolgt habt in der letzten Zeit, wir hatten ja den schweren Verkehrsunfall jetzt vor ja schon fast 2 Jahren mittlerweile in Thailand. Christian hat ja seitdem auch tatsächlich eine wohl scheinbar dauerhaft bleibende Fußlähmung leider. Wir haben halt hier unseren kleinen Sohnemann dabei und dementsprechend ja, finden wir halt Sitzgelegenheiten zwischendurch immer ganz praktisch. Und das war jetzt so bei Eingang 1 nicht ganz so viel. Also vor allem, wenn man einmal unten angekommen ist, dann gibt es halt eigentlich gar keine Bänke mehr. Weil auf diesen Holzstegen sind halt nur zum Laufen. Und ja, auch angesichts der relativ vielen Menschen, sich jetzt einfach auf den Holzsteg setzen, ist jetzt auch nicht so entspannt möglich. Auf dieser serpentinenartigen, Weg nach unten gibt es immer so ein paar Sitzgelegenheiten. Aber so dieses typische, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen, so ein See und alle Nase lang irgendwelche Bänke gibt es jetzt eher nicht. Bei Eingang Nummer 2 dann schon wieder eher, da sind dann schon mal wieder ein paar Sitzbänke auch vorhanden zum Entspannen und Chillen und Ausruhen. Ja, Erkenntnis Nummer 9. Wir sind ja jetzt hier mit unserem ungefähr, als wir da waren, war ja so ungefähr 8,5 Wochen alt, unser kleiner Sohn. Sind wir da gewesen und deswegen haben wir natürlich einen besonderen Blick jetzt auch drauf gehabt, wie ist das, wenn man mit Babys oder mit Kindern dorthin geht. Mit Babys, müssen wir sagen, ist es gut möglich an sich. Wir haben jetzt, ich guck mal, ob ihr das seht, wenn ich, na, muss wahrscheinlich hochkommen. So, hier ein Tragetuch, wo wir ihn immer drin haben. Mit dem waren wir halt auch dort unterwegs. Das hat sehr gut geklappt. Müsst ihr halt die ganze Zeit natürlich euren kleinen Schatz vor euch hertragen oder auf dem Rücken tragen, wie auch immer. Aber dann seid ihr super flexibel und überhaupt nicht eingeschränkt natürlich. Mit Buggy und Kinderwagen haben wir jetzt beide gesagt, so mittelmäßig gut. Also es gibt halt zwischendurch immer wieder so ein paar kleinere Stufen. Da kann man natürlich dann den Buggy kurz hochheben oder den Kinderwagen. Diese Holzstege sind halt auch nicht so besonders breit. Also wenn man da langläuft, dann passen halt 2 Leute gut so aneinander vorbei. Aber je nachdem halt mit Kinderwagen ist natürlich dann schon immer weiter an den Rand und ist vielleicht nicht ganz so sicher, wenn man mal so ein bisschen in der Gegend rumschaut und die schöne Gegend anguckt. Ja, also wir fanden es jetzt mit Tragetuch prinzipiell praktischer, wenn ihr das machen könnt vom Gewicht eurer Kleinen. Und ansonsten müssen wir sagen, wenn das kleine Kinder sind, die schon laufen können, müsst ihr gut aufpassen, weil diese Stege halt zu den Seiten hin nicht gesichert sind. Das heißt, kleine Kinder können da so tendenziell recht einfach ins Wasser, glaube ich, reinfallen. Das ist vielleicht für Eltern manchmal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, glaube ich, auch für Kinder total toll möglich, weil
wie gesagt, also großartige Landschaft. Und wenn die Kleinen auch bereit sind oder auch die größeren Kinder dann ein bisschen zu laufen, ist das auch mit Kindern richtig super. Es gibt auch Kinderrabatte, da kommen wir dann gleich nochmal bei den Kosten zu. Erkenntnis Nummer 10, die Barrierefreiheit. Ja, wie Jenny schon gesagt hat, wir hatten diesen Verkehrsunfall und seitdem bin ich nicht mehr so gut zu Fuß, also nicht mehr so optimal. Und die Wege dort sind okay, aber jetzt nicht, sind halt okay. Man kann darauf laufen, auch wenn man ein bisschen, sag ich mal, humpelt. Und das Gute ist halt, dass der Weg nach unten, also müsst ihr euch das vorstellen wie ein großes Tal, und da sind dann halt die ganzen Wasserfälle. Der Weg nach unten, das sind Serpentinen, die so nach unten führen, also Wege, wo auch dann auch keine Autos fahren können. Die sind dann aber trotzdem breit genug für ja, mehrere Fußgänger, die nebeneinander herlaufen können. Und da sind dann keine Treppen, das heißt, man geht immer einen flachen Weg nach unten. Das ist eigentlich ganz angenehm. Unten selber sind dann Holzstege auch im Wasser. Da hatte ich auch keine Probleme. Teilweise gibt es dann noch Stufen. Also für Rollstuhlfahrer ist das jetzt nicht... Das ist schwierig, glaube ich. Ist das, ne? Schwieriger, würde ich, glaube ich. Also es ist möglich, vielleicht kann man da nicht überall hin, aber man kann da schon rumfahren. Und Genau, Eingang Nummer 2, da kann man, hat man halt die Wahl, ob man Treppen läuft oder einen flachen Serpentinenweg geht. Aber mit Rollstuhl, ja, ich würde sagen, wenn man vielleicht auch aufstehen kann zur Not, mit Krücken mal so 1-2 Schritte gehen, dann wird es auf jeden Fall klappen. Wenn man gar nicht aus dem Rollstuhl ausstehen kann, glaube ich, wird sehr, sehr schwierig leider. Ja, aber wie gesagt, man kann ja mit dem Rollstuhl die Serpentinen runterfahren, dann ist man zumindest mal unten. Nur dann gibt es halt teilweise dann wieder Einschränkungen, was den kommt man nicht überall hin. Ja. Ja, dann noch ein paar Worte, immer wichtig, Erkenntnis Nummer 11, die Toiletten. am besten ist es tatsächlich, wenn ihr ankommt am Parkplatz, egal ob Parkplatz 1 oder Parkplatz 2, geht da nochmal auf die Toilette, weil wenn ihr dann einmal reingegangen seid, zumindest bei dem Eingang 1, gibt es dann erstmal überhaupt gar keine Toiletten mehr, wenn ihr dann einmal drin seid. Bei Eingang 2 ist das ein bisschen besser, weil da gibt es dann auch dort, wo diese Elektroboote fahren. Das ist quasi direkt am Anfang, wenn ihr dann die Seen erreicht. Da gibt es auch ein Restaurant, da gibt es dann auch wieder Toiletten. Aber an sich war das jetzt schon eher schwierig, zumal man halt auch sagen muss, anders als vielleicht bei anderen Wanderungen, die ihr so gewöhnt seid, einfach mal so eben in die Büsche verschwinden, wenn es da nötig ist, ist da halt nicht so einfach, weil es gibt zwar, zumindest an einigen Teilen gibt es schon Büsche, aber es gibt halt auch verdammt viele Menschen, deswegen würden wir das da jetzt eher nicht so empfehlen. Oder halt, wenn ihr über die Holzstege lauft, ist das halt auch nicht möglich. Erkenntnis Nummer 12. Wer gerne wandert in der Gegend, der kann dort auch übernachten. Es gibt dort mehrere Hotels, da könnt ihr euch eins von aussuchen. Und das ist vielleicht auch ganz schön, wenn man da mehrere Tage im Tag verbringen will, denn man kann auch 2-Tagestickets beispielsweise am Eingang direkt kaufen. Vergünstigt, genau. Vergünstigt und muss dann nicht beide Tage bezahlen, also nicht voll zahlen. Und von daher sind Übernachtungsmöglichkeiten gegeben. Wir haben natürlich nicht direkt da gepennt, weil wir 2 Stunden entfernt gewohnt haben. Und das hat sich dann einfach nicht gelohnt. Wer aber da übernachten will, der kann das auf jeden Fall machen. Genau, oder halt auch campen, nicht nur unbedingt Hotel. Blenden wir euch auch nochmal in den Beitrag ein. Da könnt ihr nochmal nachlesen, wo man übernachten kann und was das so ungefähr kostet. Ja, das waren unsere 12 Learnings, Erkenntnisse, Tipps, die wir haben für die Plitwitzer Seen für euch. Da wollen wir nochmal kurz auf die Kosten eingehen, weil das fanden wir schon nochmal erwähnenswert einfach. Und zwar deswegen, weil es da so krasse Unterschiede gibt, je nachdem zu welcher Jahreszeit ihr dort seid. Also dann, wenn die meisten Touristen kommen, das sind ja die Sommermonate zwischen Juni und September, dann ist es halt auch richtig teuer. Ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken. Und zwar Preise in Kuna sind das ja. Für Erwachsene ab 18 Jahren, wenn ihr kein Student seid, 250 Kuna, das sind jetzt Stand heute so ungefähr 33,64 Euro pro Person für den einen Tag, um da reinzukommen. Beziehungsweise Kinder zahlen immer so ungefähr die Hälfte, in dem Fall jetzt 120 Kuna, also so ungefähr 16,14 Euro. Kinder gelten von 7 bis 18 Jahren. Unter 7 ist frei, genauso wie eine Person, die einen Behinderungsgrad von mindestens 50% oder halt mehr hat. Aber auch nur natürlich gegen Vorlage des Ausweises. Düdüm, da war ich raus. Ja, er hat 40% bekommen. Ja, dann wird es aber günstiger, wenn er jetzt dann halt in der, ich sag mal, Vor- oder Nachsaison, kann man sagen, kommt. Also das heißt April, Mai oder Oktober, wie wir jetzt. Dann zahlt ihr schon nur noch 100 Kuna. Also im Vergleich, wie gesagt, vorher 250, geht dann runter schon auf 100 Kuna für Erwachsene. Das sind ungefähr 13,45 Euro, was wir dann okay fanden. Kinder zahlen 50 Kuna, also ungefähr 6,72 Euro.
Oder richtig preiswert dann wird es, wenn ihr in der absoluten Nebensaison kommt. Das sind November, Dezember, Januar, Februar und März. Dann sinkt der Preis für Erwachsene auf 60 Kuna, also 8,07 Euro. Und für Kinder auf 30 Kuna ungefähr 4,04 Euro. Um nochmal die Relation zu sagen. Also wenn ihr im Winter kommt, zahlt ihr ungefähr 8 Euro. Wenn ihr im Sommer kommt, zahlt ihr ungefähr 34 Euro pro Person. Das ist halt ein richtig, richtig dicker Unterschied. Was wir euch aber raten können, wenn ihr jetzt nun mal in den Sommermonaten nach Kroatien reist, wo ja auch die meisten reisen, dann gibt es zumindest ab 15 oder ab 16 Uhr Rabatt. Das kommt genau auf die Tage nochmal an. Bis zum 25., also vom 1. Juni bis zum 25.8. Ist eine andere Zeit als vom 26.8. bis zum 30.9. Ich krieg's jetzt gerade nicht auf die Reihe, wann 15, wann 16 Uhr ist. Bitte auch nochmal in den Beitrag genau gucken für Details. Aber da sinkt der Preis dann und ihr spart immerhin 13,47 Euro für Erwachsene bzw. 6,78 Euro für Kinder. Und somit sinken die Preise halt auf 20,17 Euro für Erwachsene oder auf 9,41 Euro für Kinder im Sommer, was ja auch schon einiges ausmacht. Weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr fahrt da zu zweiten, zahlt ihr halt ja knapp 70 Euro für zwei Erwachsene oder halt mit der Familie seid ihr dann bei ja durchaus über 100 Euro. Das finden wir halt richtig happig für ja Natur eigentlich, frei zugängliche Natur normalerweise. Schöne Seen und Wasserfälle. Nichtsdestotrotz würden wir sagen, lohnt sich, oder? Ja, sollte trotz man machen, wenn man hier in der Gegend ist. Genau. Ja, dann zum Abschluss noch mal so ein paar kleine FAQ-Fragen, die wir noch gesammelt haben. Und zwar einmal, wie kann man da vor Ort bezahlen? Also es gilt sowohl für die Eintrittsgebühr als auch für die Parkgebühren. Könnt ihr bezahlen entweder bar, allerdings nur in Kuna, also der kroatischen Währung, nicht bar in Euro, oder aber mit der Kreditkarte. Wenn ihr jetzt vor Ort aus irgendwelchen Gründen das nicht habt, könnt ihr auch Geld am Geldautomaten, also am ATM da vor Ort abheben. Gibt's an Eingang 2 und auch an Eingang 1. Gruppenrabatte gibt es auch, allerdings müsst ihr euch dafür schriftlich vorher anmelden, damit der Gruppenrabatt gilt. Gilt dann ab 15 Personen. Und wenn ihr mit eurem kleinen Hund oder mit eurem Hund unterwegs seid, darf der auch mit in den Park rein, allerdings nur angeleint. Und seit relativ kurzer Zeit kann man auch Online-Tickets kaufen. Das heißt, wenn ihr jetzt vor allen Dingen, wenn ihr im Sommer kommt, dann sind die Schlangen an den Kassen ja wohl teilweise richtig lang und es ist auch pro Stunde reglementiert. Die lassen also nicht unendlich viele Leute rein, sondern es ist so ein bisschen, ja, damit man überhaupt noch irgendwie treten kann wahrscheinlich, auf eine gewisse Anzahl begrenzt. Und dementsprechend kann es im Sommer wirklich Sinn machen, wenn ihr die Tickets schon online kauft. Den Link blenden wir euch jetzt auch nochmal hier unten ein. Das geht bis einen Tag vorher, also jetzt am gleichen Tag, wenn ihr jetzt da steht am Kassenhaus und denkt, oh, ist mir zu voll, ich kaufe nochmal schnell online, das geht leider nicht. Aber wenn ihr es halt mindestens einen Tag vorher gekauft habt, dann müsst ihr nur daran denken, dass ihr es entweder als Ausdruck mit dabei habt oder eben halt auf eurem Smartphone. Darauf achten, dass der Akku natürlich gut geladen ist, nicht, dass ihr dann da steht, Akku leer und ihr könnt das Ticket nicht öffnen. Und vorher am besten downloaden, wobei wenn ihr es dann vor Ort downloadet, du weißt ja auch immer, guckst ja auch mal viel aufs Handy, ich glaube LTE-Empfang hatten wir vor Ort, also ist jetzt auch nicht so, dass ihr da gar keinen Empfang habt mehr zum Download. Ja. Und die letzte Frage noch, die oft gestellt wird, kann man denn da auch baden? Nee, kann man leider nicht. Das ist halt Naturschutz dort und dementsprechend dürft ihr in den Seen nicht baden gehen. Wenn ihr was Vergleichbares sucht, wo ihr halt auch baden dürft, dann guckt euch mal die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Krka-Wasserfälle an, also KRKA. Ich blende es auch nochmal unten ein, den Namen. Das ist auch ein Nationalpark mit Wasserfällen und schöner Seenlandschaft und da darf man auch offiziell baden gehen im Sommer. Oder auch im Winter, aber im Sommer ist es natürlich schöner. Ja, ansonsten hoffen wir, dass euch unser Video gefallen hat. Wie gesagt, alle Infos nochmal auch auf unserem Reiseblog und auf schiebbar.de. Und ja, wenn ihr uns jetzt länger nicht mehr gesehen habt und früher mal verfolgt habt, habt ihr euch jetzt wahrscheinlich gewundert, warum wir auf einmal zu dritt sind. Wenn euch dazu mehr interessiert und ihr so ein bisschen halt auch an unserem Reiseleben mit Familie, als Baby, mit Baby teilhaben wollt, dann schaut am besten mal bei Instagram vorbei, weil da sind wir tatsächlich häufig und teilen die Sachen, Fotos oder auch Stories. Genau, da würden wir uns super freuen, wenn wir euch da bei Instagram auch häufiger mal sehen. Wenn ansonsten ihr und auf Schiebbar da eingibt, findet ihr uns oder wir haben den Link sonst auch nochmal in der Infobox. Genau, oder auch hier unten. Und ansonsten hoffen wir sehr, das Video hat euch gefallen, weitergeholfen und würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst, gerne auch einen Kommentar hinterlasst, auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr einfach sagen wollt, hey, cooles Video, vielen Dank, schreibt es gerne in die Kommentare, hinterlasst uns gerne auch ein Abo für den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit der Glocke sehr gerne, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn wir wieder was Schönes hochladen für euch.
Und ansonsten bleibt uns noch euch viel Spaß zu wünschen in Kroatien bei den Plitvicer Seen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life.